unter ihnen befand sich auch die Familie des Mitgliedes der jugoslawischen Regierung, Dr. Anton Mandic. 8 Monate hatten Olga, Navanka und Oleg Mandic in der Hölle von Auschwitz geschmachtet. Nur ein Wunder rettete sie vor dem Tod. Aus allen Baracken kamen Häftlinge heraus. Alle Befreiten bedurften zunächst ärztlicher Hilfe. Sie wurden in die Sowjetlazarette überführt. Katharina Uager erlebte das Glück der Befreiung nicht mehr. Einige Stunden vor der Flucht haben die Deutschen sie erschossen. Bei ihrem Rückzug schleppten die Narzissten aus Auschwitz noch an 58.000 Häftlinge mit. Unter den 2.819 durch die Rote Armee Befreiten befanden sich 180 Kinder. 52 davon sind noch nicht 8 Jahre alt. Wie kamen sie heil durch diese Hölle? Die Kinder wurden zu Spezialversuchen zurückgestellt. Alle anderen wurden vernichtet. Wie Mäuse oder Kaninchen dienten diese Kinder für medizinische Experimente. Faschistische Henker mit medizinischen Diplomen, die Lagerärzte Dr. Schmidt und Dr. Mengel, suchten sich unter ihnen eine bestimmte Kategorie aus. Alle, die Sie hier als Überlebende sehen, sind Zwillinge.